Nun ist fertig. Ich weiß nicht, was ich noch machen kann, dass ich hier nicht wieder direkt komplett drauf gehe. Wir könnten so ein bisschen das Umland erforschen wahrscheinlich. Ach, ich drehe am Rad. Ich will jetzt aber nicht die ganze Zeit hier rumeiern. Mann. Es war mir klar, dass man hier nicht so einfach rauskommt. Ich krabbel einfach über die Mauer. Oh, wait, stopp, bevor ich jetzt rum... Ah ja, was zeigt denn die Map? Ja, 11 bis 13, okay. Ich glaube tatsächlich, ich kann das knicken hier. Was erzählen denn die Hauptquests? Hier sollte ich vorsichtig sein. Nee, da waren wir schon. Sag bloß, ich habe den jetzt auch schon wieder gekillt und weiß es nun mal. Weiß es nun mal wieder nicht. Jetzt liegt da wahrscheinlich eine Leiche und da heißt es nur noch, bitte bestätige den Tod. Von allen toten Geistern verlassen. Was? Hey! Hier. Das war's. Stirb! Wer bist du? Hey, hab dich! Du hättest nicht herkommen sollen! Ja. Ja, natürlich! Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten! Deine Hure von Weib ist eine Mörderin! Vorsätzlich und unverhohlen! Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt! Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache. Kopfgeldjäger. Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Ach, scheiße, jetzt fängt das an, dass ständig ein Kopfgeldjäger da rumeiert und... Oh, oh Gott. Ja, danke. Genau das. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Hey, was? Du da, hey! Yeah.
Na super. Ja, genau das. Oh, Scheiße. Tödlich? Nein, sind sie nicht. Cool. Bin ich ja vorhin ganz besonders hier weggerannt, hm? Wieder mehr Glück wie Verstand hier. Ein riesiger Enterhaken. Vorteilhaft, wenn sie jetzt beide hier stehen, ne? Ach ne, der bleibt da stehen, der läuft weiter. Okay, I see. Vielleicht ist es einfach hier an der Mauer entlang. Was soll's. Da hinten steht noch einer. Oh mein Gott! Wo kam der denn jetzt her? Ist hier irgendwo ein offenes Fenster, wo ich rein kann? Das wäre echt saugeil. Aber natürlich nicht. Wäre ja zu langweilig. Okay, wir nehmen die Vordertür. Ach, Scheiße, hinten wäre auch die Tür offen gewesen. Jemand hier? Cool. Eine Leiter. Ja. Braucht man, um da hochzukraxeln, ne? Sieht wichtig. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Das sind die Gemächer des Königs. So. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Hm.
Hier hinten ist nichts. Das ist nur hier vorne. Tja, nur das Problem ist da oben. Sag mal, willst du mich trollen? Krabbel doch einfach da hoch. Ah, ein Schlüssel. Danke. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Ja. Einmal Kehle durch. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Earded Eudorus töten. Bitte was? Wie hat er ihn gerade genannt? Wo ist es denn? Kann ich auch eine Schnellreise machen? Ja, kann ich. Badehaus, das haben sie von den Griechen, oder? Upsala. Hallo, runter? Soll ich jetzt ins Badehaus? Ich will das nicht. Da sieht man komische Sachen. Halt die Gosch. Ganz toll. Arresto will Eudorus wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Kyros, ich liebe es, Herr Zirkonus. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Sieh dir nur diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Das Badewasser ist viel zu lau heute. Nicht mal das kriegst du hin. Ptolemaios ist ein willloser Schwächling. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Mein Herr, wirst du angemessen bedient? Es geht. Lass die Handtücher bereitlegen. Ah!
Da ging der Finger flöten. Das erste Mal, dass Derringfinger amputiert wurde. Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch! Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis, der Herr der Duat erwartet dich. Eudorus, ermordet! Bei den Göttern, er wurde ermordet. Seht nur das Blut! Was? Warum hältst du dich nicht fest? Es ist Eudorus, arme Seele. Er hat sich doch festgehalten, warum ist er abgerutscht? Ist so klitschig hier drin, ha? Autsch. Schön, Montur, Badehaus. Du mich auch. Ach da. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudorus. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, was Arya in Fahrt bringt. Aha. Meine Frau. Meine Frau. Frau, ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sika-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel, ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie?
wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Arya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Ah, super. Arya ist übrigens eigentlich, beziehungsweise sie benennt sich ja dann selbst um in Amunet. Man erinnere sich an die Statue. Keine Spur von Arya. Halt die Klappe. Die Statue in dem Altarraum von Montelegioni. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Ja, gleich. Hier ist Bayek. Halt die Klappe. Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Oh, doch. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Tratschtante. Oh, du bist eine Tratschtante. Oh, sie ist runtergefallen. Ist das kalt. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Keine Interaktion mehr? Gut. Deswegen hat es mich auch ein bisschen irritiert, dass bei den Assassinengräbern. Wird erzählt. Ja. Was hast du jetzt wieder vor? Oh, die labern. Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Ja, sei du mal kurz still. Und zwar in Assassin's Creed 2 kann man ja in ganz Italien da die Assassinengräber finden und die darin enthaltenen Siegel oben im Altarraum, das Gitter zu öffnen, um an die Montur von Altair zu kommen. Ich keine Ahnung, ob sie das einfach noch nicht bedacht haben oder ob sie die alte Spielreihe hier bei der neuen Generation außen vor gelassen haben, weil wie man ja sieht, Arya, alias Amunet, ihre Mumie liegt hier bei Bayek, aber auch in Italien irgendwo, also ganz wild. Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Wie wär's, wenn du mal die Klappe hältst? Ups. Ich glaube, gleich kommen die Leute von Abstergo, wenn mich nicht alles täuscht. Weil die Geschichte um Layla habe ich auch nie komplett zu Ende gespielt, tatsächlich. Ich weiß auch gar nicht, was in Valhalla mit ihr los ist, warum die da so komisch ist. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Oha, hallo. Wie weit kann man denn hier weg? Ah, I see. Nicht weit. Nee. Ich sollte mich nicht so weit entfernen. Oh. Wir sind mitten im Nirgendwo. Ich bitte dich. Nee, Map haben wir hier auch keine. Schade. Wäre lustig gewesen. Der Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Ayas DNA muss in den Animus. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Boah, sei nicht so aggro. Bin ich voll und ganz ihrer Meinung. Die quasselt extrem viel. Nur wie viel DNA kann bei einer Mumie bitte übrig sein? Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die
Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Na dann. Gut, gut.